Das ist der schwarze Adler. Gott, seid ihr auch so aufgeregt. Ich nicht. So, es ist 17 Uhr. Warum passiert hier nichts? Hallo? Alter. Scheiße ist das! TL1 LPC. So ein Dreck! Puh. Der ist scheiße. Braucht ihr gar nichts drauf bieten, Mann. Müll. Komm, wir fahren in meine Runde. Dann seht ihr, was das ist für ein Ding. Guckt sie euch an, die Kanone. Geil. Geiler Tank, Mann. Alter, diese Rotz... Gurkenkanone, Mann. Ja, daneben. Alter, die fahren... Da fährt die ganze Rote Armee durch. Glaubt ihr, wir treffen mal irgendwen? Kommen wir jetzt mal zu was Positivem. Mal gucken, wie der Panzer ist. Jungfernfahrt mit dem Rinoceronte. Nicht, dass wenn sie den jetzt auf dem Schwarzmarkt verkaufen, dass sie den noch wieder nerven. Oh, dann würde ich die hassen. Alter! Bocker! 10.000 Biddies. Als kleiner Trost und ein Danke, dass du es wenigstens probiert hast. Damit kannst du den Salzvorrat wieder etwas aufstocken. Moin, Eat My Heat Deluxe. Junge. Alter, das hatte mal Stil, Leopard. Das war bestimmt gewollt, oder? Leo macht erstmal kurz die Kommandorolle. Den, Ist ja gut, Mensch. Ich erzähle gerade was. Wann kommt der Schwarzmarkt? Digga, das steht sogar in dem Scheiß-Titel drin. Ihr habt ja heute den längsten Titel aller Zeiten, damit auch alles drin ist. Maxe, du bist wegen der Beauty-Tipps hier. Das gefällt mir. Das ist die richtige Einstellung. Einfach mal in die Heide donken, das wird schon. Dass jetzt hier diese Team-AP-Bar und so eingeführt worden ist, finde ich auch geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann mal back to back basics, oder? Ja, 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 komm, komm, komm. Alle, über los, YOLO! So, Leopard, ich bin da. I cover you. I cover. Ah, Progetto, hier, komm, guck mal in den WZ rein. Da, guck, guck. Lass mal den Sahn nicht weggelötet. Jetzt kommen sie alle. Ja, moin. Hallo. Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Nochmal ganz kurze kleine Werbeveranstaltung für den Panzer hier vielleicht. Ich will ihn haben! Grüße. Einen wunderschönen. Grüße Sie. Wollen wir die andere Kröte auch nochmal auspacken hier oder was? Oh, er hat's gepackt. Er hat's gepackt! Hat er uns Gefecht gerettet, ja, ne? Ja, hat's gemacht. Ah, du sitzt jetzt ziemlich in der Patsche da. Wird nichts werden, ne? Jawohl. 5,70, Alter. Aus der Fahrt, Junge! Einfach weggeklatscht! Heute wirst du nur blau, wenn du, wenn dich dein Team zum Top-Team-Motivator ernannt hat. Das steht nicht für Team-Damage, steht für Top-Team-Motivator, ja. Oder Jakob. Hörst du nicht? Ich sag dir, du, die machen Landungsboot-Cosplay. Den nimmst du? Wen nimmst du von beiden? Nimm den, den du nicht. Ich nehm den anderen einfach. Gut. Nimm Nein. den, den du nicht nimmst. Jetzt kommt der Auerbacher. EBR sagst du, ja. Du, aber V-Modus EBR wird nix. Ich fahr einen Versuch. Ihn richtig zu fahren. Hier ist nicht so schwer, ne? Freund von Feind zu unterscheiden. Sehe ich überhaupt, ob ich da schießen kann? Nee. Scheiße, jetzt. Weil ich kann ja auch nicht auf der Minimap rumklicken. Jetzt muss ich hier rumscrollen, Alter. Du bist komplett allein auf der Flanke. Maus, renn, 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 was das Zeug hält. 261. Ja, war eine Top-Runde. So, direkt V, ja? Ja. Okay, ich mach vorne Aufklärung an der Front. Wollen wir ihn pushen? Let's go, komm. Ja, 4:30 Uhr war das. Oh, ich hab ihn getrackt. Ha, eben. Hat daneben ich geschossen. Keine Ahnung, wie es steht. Ich auch nicht. Was machen wir hier, Alter? Du, da ist was rechts. Guck mal. Siehst du das? Ja. Ist ein Wrack, oder? Ah, wir haben gewonnen. Ja. Das hat nichts mit, ne? Wir stehen auf dem Hügel und denken, okay, was machen wir jetzt? Und das Ding ist durch. Du, es muss schon hier irgendwo vor uns was sein. Hinter der Kirche vielleicht, ne? Und wir finden das Schwein. Bin getrackt. Ah! Killed. Ah, geil. Hinter dir! Der gehört, glaube ich, zu uns. Okay, du hältst da, ich guck mal hier rüber. Unser Panzer 7 FV, hier, jetzt wird gerade übel gejodelt hier. Ja, wie beschreibt man das? Innere Straße, halt Parallelstraße. Also die jetzt hier vorne links, ja?
Die Adi hat gerade hier rechts hingeschossen, also direkt die Straße weiter. Zieh weiter durch. Oh, EBR. Nice. Ah, ich hatte noch ein paar AP, 1400 hatte ich sogar noch. Also was ich halt geil finde, ist, man muss sich übelst absprechen, ne? Der Call dann auch, dass du gesehen hast, dass die Jodeln. Die denken auch so, 2-4 mit 3 Gun macht sich ihre Nummer, wenn sie das so sehen. Das ist ein Scheiß machen. Wie sind das für eBay-Accounts, Alter? Loops. Was denn? Ich schieße und dann höre ich, ha, der ging voll durch ihre Panzerung. Er stand halt und. E4 doesn't give a shit. Ich mache jetzt mal die Sounds auch an. Ha, nice. Der 277 kann jetzt auf jeden Fall mal fett deinstallieren, Alter. Ah ja, doch, hier ist er. Ha, nice. Ah, nee, der brennt. Es kommen von links ganz viele, aber es sind, glaube ich, unsere Mates. Okay, der ist da. Und. Junge, das hast du auf den Kiss gemacht. Oh mein Gott. Junge, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich hab ein bisschen Damage gemacht. Junge, 3-6, Alter. 3-6, oh mein Gott. Top Damage, Mann. Beide Top Damage, du. Was ein Meme. Und ich hab einen Leopard irgendwo gespottet, okay. Irgendwo von einem Leo. Wo bist du ungefähr? Ich stehe hier ganz links an dem Stein. In der Mitte hier vorne ist ein Scout. Ich glaube, ich fahre mal vor. Da fällt gerade einer runter vom Hügel, ne? Es wurde durchgekappt. Oh. Ich habe 442 Unterstützungsschaden. Yes! Sehr gut. Komm, das ist witzig, das machen wir doch mal. Das ist echt witzig, ja. Schon wieder gewonnen. Da kommt einer. Der ist nirgends vor uns. Ja. Ach, da, scheiße. Hab einmal getroffen. Ah, ja. Schon gewonnen. Teammates, die uns zuschauen, müssen sich auch so denken, die jodeln da jetzt nicht rein, oder? Die sehen doch, dass da 5 Panzer gespottet sind. 9000 Stück, Mindestgebot 15 Millionen. Für den Schmutz, ey. Ist der gleiche Panzer. Er sieht nur selten dämlich aus. 50 Euro ist ein bisschen mehr als Support, oder? Das ist ja schon was Liebe zwischen uns. Sehr gut. Ich hab grad Homeschooling. Homeschooling, stimmt, ja. 3 Runden mit Maus sind wie Homeschooling. Spaß. Noch bin ich nicht bei OnlyFans, Borsig, aber kommt alles. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Einmal die Hand aus der Hose, den Hosenstall zumachen, den Stream leiser und dann können wir eine Runde fahren. Ja. Hörst du mich jetzt besser? Du klingst, als wenn du aus dem Führerhauptquartier funkst. Ja, das klingt... Ja. Ah, gut. Ich habe ihm kurz Mikro gewechselt. Stark. Hast du das aus dem Museum zurückgegeben und hast jetzt eins von aus den 2000ern genommen? So klingt mal, wenn man einen toten Funker hat. Der Angriff Steiners ist nicht erfolgt. Nein! 2006, da könnte ich jetzt auch schon sagen, könnte auch mein Sohn sein. Wäre ein bisschen früh gewesen, aber... Noch akzeptabel. Wo wohnst du? Berlin. Nee, da habe ich keine unehelichen Kinder. Aber ich sehe, du musst noch viel lernen, junger Padawan. Hattest du schon eine Freundin? Nee. Nein? Mit 15 war ich schon fast gelangweilt von dem Thema. Schatz, nein! Oh! Wie ich meine Frau kennengelernt habe, als wir Semesterparty hatten, stand sie besoffen auf der Box. Ihr ist ein Schuh runtergefallen dabei. Dann habe ich ihr den Schuh gegeben. Dann ist ihr der Schuh runtergefallen, weil sie so besoffen war. Und dann ist sie von der Box gefallen und ich habe sie aufgefangen. Und habe ihr dann gesagt, dass sie ganz schön miesen Alkoholatem hat. So haben wir uns kennengelernt. Jetzt gönn dir den VTU, den kannst du auch pennen. Haben beide geschossen, gönn dir den VTU, voll AP. Jawohl, so wird das gespielt. Ich würde auch eventuell ganz in den Osten fahren. Na, da kennt ihr beiden euch ja aus, ne? Einer Spaß. Ich den ganzen Weg hier hochgefahren. Scheiße! Wenn man die Munition bei Wish bestellt. Der Moment, wenn du wieder mal betrogen worden bist. Maus, wie geht's dir? Boah, du. Kennt ihr die Leute, die man fragt, wie es ihnen geht? Und man will eigentlich nur hören, gut, danke selber, ciao. Dann kriegt ihr erstmal die ganze Lebensgeschichte runtergebetet. Aber man will eigentlich nur weitergehen. Alter. Okay, das war jetzt auch eine Kunst, zwischen Turm und Wanne durchzuschießen. Besser geht es nicht. Jetzt sind wir mal gut hier, ne? Jetzt ist ja Feierabend. Scheiße. Conway. Nicht einschlafen, Conway. Der T-44.
der 106 AP hat der E100 noch. Was macht der Dödel? Fängt sich erstmal von mir eine, fährt hinter dem E100 lang, hätte den E100 jetzt rausnehmen können, aber die viel bessere Idee ist ja, vor seine Kanone zu fahren und sich selbst rausnehmen zu lassen. Die haben Sozialismus erfunden. Es scheint eine ziemlich schwierige Geburt hier zu sein. Für den am besten in Deutsch fluchenden WoT-Spieler, danke Maus für deinen Content. Ja, danke dir. Was? Gerade habe ich noch die einzige Stärke dieses Panzers gelobt, das Gunhandling. Dann kommt er mir mit so einem Müll. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Sie haben leider die einzige 2 mm dicke Panzerungsplatte getroffen, die nicht nachgegeben hat. Konsole ist für FIFA und vorglühender. 2,8 auf dem Kessel, die Controller bis zum Get-No durchdrücken. Wenn du wieder gegen deinen Kumpel verloren hast, den Controller in den Fernseher schmeißen. Aber nur, wenn ihr bei deinem Kumpel spielt. Wenn ihr bei dir zu Hause spielt, dann wird das natürlich sorgfältig wieder zurückgelegt von deiner Frau. Du kannst dich ja nicht mehr bewegen, weil dir Saba rechts und links aus den Mundwinkeln rausläuft. Das ist Konsole. Aber Konsole ist doch nichts zum Try-Hard-Gameplay. Mit dem Löwen habt ihr die Garantie auf Prokhorovka und Malinovka. Wenn ihr Lights fahrt, kriegt ihr nur Enns, Kimmelsdorf und Ruinberg in der Endlosschleife. Aber wenn ihr Löwe fahrt, dann kriegt ihr die offenen Karten und auch schönes Matchmaking dazu. Ich habe meinen Zwillingsbruder geheiratet. Gab erst ein paar Probleme auf dem Standesamt, aber dann haben sie gesagt, ja mein Gott, scheiß drauf. Komm, Abfahrt. Genau, bleibt ihr in der Familie. Zur Aufmunterung für die schlechten Runden. Welche schlechten Runden denn? Was soll das denn heißen? Sehr schlechtes Gameplay zu sehen, Chris, oder was? Soll das heißen? Und du Scheiße. Hier wird Sahne nicht reingelötet, und zwar schon den ganzen Abend. Während Snakey hier die Ladies tanzen lässt, machst du jetzt hier mal ein bisschen Randale. Genau so. Hier, rechts ist Gas, rein da, Abfahrt. Ich bin Offhand. Oh. Das ist ja zu blöd. Ja, da, also. Den einen noch den anderen auf. Alter, wie dumm kann man eigentlich sein? ELC, Alter, vor dir steht ein WT, hinter dir steht ein Skoda. It is a Scout, which means it is usually driven by fuckwit tomatoes who don't understand that enemy tanks have guns which tend to blow things up. Das ist mein Liebling übrigens. It is a Scout, which means that it usually driven by fuckwit tomatoes. Ach so? Wir haben die nicht mal angekratzt. Warum haben wir sie nicht mal angekratzt? Weil wir zu blöd sind! Das Mäuschen da steht. Torte dreht und das Mäuschen kann nicht weiterfahren. Wie geil ist das denn, Alter? Ihr seid die Allerbesten. Abfahrt. Jawohl. Was? What? Ja, den machst du noch. Genau. Boah, da kommt, Alter, da fährt einfach ein Jagd-E durch die Mitte. Ich glaube, ich brech ins Essen. Ach so, wir denken halt an deine Frau. Kannst ja damit schön mit ihr essen gehen. Und wo? Kannst du mir dann auch noch direkt ein Restaurant dazu kaufen, das offen hat? Alter Schwede. Autoplatz in 30 Sekunden. Überall. Pam, 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 pam. Alle tot. Das gute alte 4-Minuten-Spiel, ja. Wer kennt es nicht? Ich habe einen Friseurtermin, aber der ist erst Ende März. Bis dahin kann ich mir mal ein paar Zöpfe oder sowas flechten. Lass mal Bart wachsen. Nee, das ist mir zu Yuppie-mäßig. Mittlerweile lässt sich ja jede Weichbrezel einen dicken Bart wachsen, um männlicher zu wirken. Das neue männlich ist kein Vollbart. Ach du. Souverän, stell dir mal vor, der Chef muss auch mal aufs Klo. Also meistens lasse ich eigentlich direkt laufen auf meinen Stuhl hier. Der hat so ein Auffangbecken. Manchmal ist das auch voll, dann muss ich tatsächlich aufs Klo gehen. Oh, Feuer. Feuer! Hier wird sich über die eigene Krankenakte unterhalten. In anderen Chats liest du die ganze Zeit nur Keck, W, Pepega, Lul. Hier merkt man, hier ist einfach gesetzteres Publikum. Hier werden so wie so die Rentner, hier wird sich noch über den eigenen Krankenstatus ausgetauscht. Und was hast du gegen deinen Fußpilz gemacht? Hast du auch diese Nierenbeschwerden, immer wenn es so Wetterwechsel ist? ganz schlimm wieder mit dem Wetterumschwung, ganz schlimm, Kopfschmerzen, ah. Und wann ist bei dir das nächste Becken dran? Meins ist jetzt schon 15 Jahre alt, ist mal wieder eine neue Hüft-OP und das alte Glaskugelgelenk da in der Schulter, das ist auch total verknorpelt. So, eins in den Chat, wer muss häufiger als einmal nachts aufstehen zum Pissen?
Ja, meine 1 ist da. Jede Nacht 6-mal hoch. Da. Abfahrt. Die Gicht mal einzuschaffen. Lass es laufen, die Pflegerin kommt morgens. Ich kann mich nach Viagra immer schlecht umdrehen. Mein Bruder hatte mal eine Zeit lang, er hat einmal aus Spaß so eine Viagra sich geballert, nur eine halbe. Und er fand das so toll, dass er, obwohl er überhaupt gar keine Potenzprobleme hat, zu seinem Urologen hingelaufen ist und den einmal im halben Jahr vollgelogen hat mit seinen Potenzproblemen. Und hat sich das immer verschreiben lassen. Sorry Stefan, wenn ich dich jetzt verraten habe, aber das war echt eine dreiste linke Nummer. Besser als Poppers. Sehe, da kennt sich jemand aus. Ja, den machst du! Fender, Alter, ich nehme dich so auseinander. Immer wenn du deine Vollmütze... Was ist denn eine Vollmütze? Gibt's auch Halbmützen? Halbmütze ist ein Stirnband. Nein! Jetzt sind wir noch draufgegangen! Scheiße! Jawohl, da ist es. Da ist endlich das Panzerass. 6400 Schaden. Das hat doch geschmeckt. Jawohl, zweite Gunmark ist auch gleich noch mitgekommen. Immer schön sahnig reinlöten. So sieht's nämlich aus, genau. Dabei immer schön cremig bleiben. Vermisst du manchmal eigentlich das Duschbier nach einem Nachtomarsch oder ähnlichem? Das Einzige, was ich vermisse, ist, in die Dusche nach dem Nachtomarsch reinzugehen und dann aus der Arschfalte den Coin droppen zu lassen und dann in die dummen Gesichter zu gucken von allen denen, die keinen Coin mit in der Dusche haben. Das ist so eine Art Münze. Die muss man eigentlich immer überall dabei haben. Wenn einer einen Coin-Check macht, dann müssen alle anderen auch ihren Coin zeigen. Wer keinen Coin dabei hat, muss für alle, die dabei waren, einen ausgeben. Ah, jetzt kommt doch noch ein T30 von hinten, oder was? Das ist Betrug! Machen wir letzte Runde. Der Ruf der Küche. Ich höre es. Mach's hier nicht Feierabend! So. Ach, Blabberinos. Okay, eine noch. Eine noch. Aber dann nüsaber Schluss, ne? Ach, komm, die war so schnell, eine noch. Jetzt kommen sie wieder hier alle, die Jodler. We don't give a fuck. Kacknoobs. Das war doch das perfekte Ende jetzt hier, oder? Wir schaffen hier Abschlusshighlights. Abschlusshighlights, das ist das Neue. Jawohl. Also, mit der dritten Gunmark auf dem 704 lasse ich euch jetzt hier in die Nacht entgleiten. Haut ihr rein. Schönen Abend noch.